I had a dream. I got everything I wanted. Know what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I sipped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. I kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why you're here. They don't deserve you. I had a dream. I got everything I wanted. Unfassbar. Wie heißt du denn, mein Lieber? Mein Name ist Sefidin. Wie alt bist du? Wo kommst du her, Sefidin? Ich bin 15 und ich komme aus Österreich. Mega. Okay. Toll, dass du dich auf den Weg gemacht hast nach Berlin. Mein Herz klopft so sehr. Ja. Unseres auch. Ja, Mamas Herz erstmal hören. Aber ich fand's krass, dass du hast ja die ganze Zeit die Augen zugehabt, oder was? Ja. Du warst voll in dir und es war total schön. Du hast die speziellste Stimme, die ich gehört habe in der ganzen Sendung. Und vor allem hast du die Ruhe weg. Du bist mit der Musik verschmolzen. Das war eine Einheit. Das war einfach so eine Stimmung. Keiner hat groß mehr geredet. Es war einfach so, pff, da kommst du nicht dran vorbei. Das ist wirklich erstaunlich in deinem Alter. Du hast den Song nicht nur gesungen, du hast ihn getragen, du hast die Bühne ausgefüllt. Ganz, ganz weit vorne. Eine wirklich große Stimme. Ja. Ich finde das Level hier bei Voice Kids ist ja unfassbar krass. Das ist ja schon hier, ne? Und dann kommst du an und setzt einfach nochmal hier oben einen drauf und man denkt so, Alter, wo kommt das denn jetzt noch wieder her? Und dazu der Bomben-Style auch noch. Also das Gesamtpaket ist auf jeden Fall tippitopp. Also wirklich 1A. Ja. Danke. Ja, der Style, hat er gesagt, der war richtig gut. Sefidin, aber meine Freunde nennen mich Dini. Dini, ich war gerade total berührt. Ich dachte mir, Billie Eilish, wow, da kommt jemand, der traut sich wirklich was. Billie Eilish ist ja einfach so eine unfassbare Künstlerin, die so viel Tiefe hat, wo man einfach nur denkt, wow. Und ich glaube total, dass du genau so ein Künstler werden könntest wie sie. Du hattest so eine Ruhe, dass mich das so umgehauen hat, dass ich gar nicht drücken wollte, weil ich dich nicht stören wollte. Es ist ein Geschenk, dass du hier bist. Vielen Dank. Sefidin, es hört sich so an, als ob du nichts anderes machst. Okay, zur Schule gehen und singen, aber gibt es noch irgendwas anderes, was du gerne machst? Ich sage immer, meine drei Leidenschaften sind Fußball, Beatboxen und Singen. Oh, Beatboxen! Okay. Yeah. Hier haben wir einen Ansatz. Okay. Das wäre doch geil, wenn du ein bisschen Beatboxst und die Fantas da so rappen, oder? Obergeil wäre das. Oh. Hast du Bock? Ich brauch Wasser. Ja. Ich bring Wasser. Wir brauchen Schnaps. Ich bring den Wasser, warte. Was rappen wir denn? Kommt drauf an, bist du eher schnell im Rhythmus oder langsam? Gibt's hier irgendwo Wasser? Haben wir Wasser? Je nachdem, was man haben möchte. Komm, haben wir zwei Mics? Sefidin,
Ah, das war Wasser. Na, da ist es. Vincent, wir haben das Wasser. Vincent, du bist zu spät. Vincent, du bist raus. Weil, ja. Mist, ey. Du machst einfach, worauf du Bock hast, und die werden, müssen sie was einfallen lassen. Ich mache einfach einen simplen Beat. Ja, simpler Beat, ja, ist super das, geil. Das ist auch das, was sie können. Also, boom. Geil. Grüß dich erstmal. Jetzt lass ihn nochmal. Okay. Alter. Yeah! Zack, was geht ab? Ich bin das Smoothie. Ha, komm, hab ich die Sprüche aus dem Sack gepackt. Da kommen die Leute auf mich zu und fragen mich, was ist denn du? Da sag ich, ja, schau ins Publikum, schau dich an und schau dich um. Leute schwufen wie die Doofen oben rum und unten rum. Unterdessen vergessen die Herren von der Presse. Ich hab kein Interesse am Gespräch, während ich esse. Macht euch weg von meinem Besteck, jetzt arbeiten. Ey, was sollen wir dann schreiben? Ich sag, immer locker bleiben. Immer locker bleib, sag ich, immer locker bleib. 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 Yo! Yeah! Mega, ey. Alter, ein Junge von vielen Talenten, Donnerwetter. Sehr schön. Aber ich würde dich in der nächsten Runde lieben gerne wieder singen hören und hab Bock, da mit dir Balladen zu singen. Ey, ich glaube, das ist wirklich eine riesengroße Stärke, und da mal so Powerballaden rauszusuchen. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn du in mein Team kommen würdest. Oh oh. Oh. Die Stärke. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt singen. Oh. Everything I wanted. Oh. Everything I want is you and my team. Oh. Ey, du bist noch so jung und ich wäre so froh, deine Begleiterin hier zu sein und mit dir zusammen zu gucken, was noch alles geht und wie viele Menschen wir mit deiner Stimme berühren können. Jetzt haben wir uns wirklich, wir haben alle reingehauen. Ja. Es ist deine Show. Also ich finde, du darfst überall hingehen, aber nicht zu Steff. Nein. Ich hätte niemals gedacht, einen Vierer-Buzzer zu bekommen. Doch, du hast es unfassbar gemacht. Das verdienst du wirklich. Ja. Jetzt wird's spannend, Leute. Urspannend, wir wissen es selber nicht. Wenn du Beatboxen willst in den Battles, dann geht's zu den Fantas. Ja, wenn du Balladen singen möchtest, komm zu mir. Wenn du Spanisch singen möchtest, geht zu Alvaro. Nein, nein, ich kann andere Sprachen machen. Oh Mann. Ja. Ich gehe zu Team Stefanie. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen, Team Stefanie.